So, hallo zu einer weiteren Mod-Vorstellung heute. Hier in dem Fall mit dem Gilibert Herax 20 Miststreuer. Ich habe mir den gerade mal ein bisschen angeschaut. Zum einen schreibt der Modder, der Twan, ihr braucht unbedingt das Licht-Add-on von Vertex Design, damit der Hänger richtig funktioniert. Im Endeffekt geht es eigentlich nur um diesen. Ja, um die Rundumleuchte, eigentlich eher ein Blitzer. Da ist leider keine Animation an dieser Lampe, sondern der blitzt wirklich nur auf. Wäre eigentlich ganz schön, wenn man das in LS Standard mit dem ganz normalen Lichtskript noch umsetzen würde. Da man, also wie jetzt bei mir, ich habe wirklich sonst das Licht-Add-on von Vertex Design überhaupt nicht in Benutzung und muss es jetzt nur wegen diesem Mod müsste ich es nutzen, damit der voll funktionsfähig ist. Und das ist eigentlich schade. Da kann ich dann schon fast auf den Mod verzichten, wenn ich dafür extra noch ein Skript brauche. Das wiederum mit allen anderen nicht funktioniert, also mit den normalen Skripten. Ja, aber mal dahingestellt, wir haben hier zum einen eben einen Miststreuer. Dieser Miststreuer hat eine Kapazität von 15.900 Liter, braucht 100 PS, 35 Euro am Tag, 32.400 Euro kostet er und 10 Meter Arbeitsbreite hat er. Shopbild ist gut, gefällt mir richtig gut eigentlich, mit dem Hintergrund auch schön freigestellt, schönes Logo, ja, shopmäßig alles in Ordnung, texturtechnisch auch sogar in meinem Verständnis her nicht unbedingt. Hier haben wir nämlich unter dem scharfen Logo haben wir nochmal eins in komplett unscharf. Die ganze Oberfläche ist irgendwie sehr, sehr pixelig. Und auch hier das Seitenlogo ist ja aus normaler Spielersicht unscharf. Ja, Trelleborg-Reifen sind mit Sicherheit die aus dem Spiel. Also die werden aus dem Spiel geladen. Das sind die originalen Reifen aus dem Spiel. Hier haben wir auch nochmal Warnaufkleber, die hochauflösend sind. Und hier haben wir welche, die kann man nur noch als Hieroglyphen erkennen. Ansonsten. Wow. Hallo? Irgendwas hing gerade bei mir, okay. Hier haben wir noch 25 Schild, das passt, das ist in Ordnung. Und ja, ansonsten, wie gesagt, texturtechnisch ist es jetzt nicht der Burner. Andersrum wiederum hier oben, das Holz ist dann wieder recht hochauflösend. Also da gehört einfach nochmal nachgearbeitet, damit man hier einen 1A-Mod dann auch hat. Hier haben wir noch die Steuerung, die auch bis zum Traktor hingeht. Gut, jetzt geht sie durch den Oberlenker, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber gut, kann man mal drüber hinwegsehen. Da stört es eher, dass hier eben einfach über die alte Textur die neue drüber gelegt wurde, aber eben nicht richtig. Oder nicht sauber. Also der ist konvertiert wohl aus dem 2011er, lese ich gerade, und wurde immer wieder weitergegeben oder weiter dran gearbeitet und ja, weiter exportiert in den 13er und in den 15er, denke ich mal. Ja, ansonsten von den Funktionen her ist es ganz normaler Miststreuer. Wir schalten hier mal ein, dann geht hier die Platte hier hinten auf. Ja, da fliegt ein bisschen Mist durch die Wände durch. Gut, dann müsste man die Animation ein bisschen weiter hintersetzen, dann wäre das gut. Aber ansonsten, die Verteiler sind animiert und eben auch der Blitzer funktioniert soweit, auch wenn er sich nicht bewegt. Jetzt mache ich das mal aus, weil mich das gerade wahnsinnig macht hier. So, dann machen wir hier nochmal zu. Vom Verbrauch her geht es eigentlich. Also Verbrauch ist relativ gut eingestellt, soweit. Wir haben dann natürlich Bremslichter.
Auch Rücklichter, die sind gut gesetzt, also da kann man nichts sagen. Die sind sehr gut gesetzt, auch wenn man hier auf dem Rücklicht nicht wirklich was erkennt, ob das jetzt ja, das Bremslicht ist, das Rücklicht ist oder was auch immer. Blinker funktionieren auch. Auch jeweils einzeln. Also das funktioniert alles und auch der Grasboden funktioniert. Der wird auch animiert. Zwar sehr langsam meines Erachtens, aber vielleicht ist es so in Original auch so, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ja, ansonsten Verteilerbild ist okay, das passt alles. Ja, in diesem Sinne, texturtechnisch nicht der Burner, funktionstechnisch ist er in Ordnung. Die Lok sagt nichts, er steht ein bisschen weiter oben, weil ich den nach einem gerade die Karte noch mal neu geladen habe. Also schnell hier ein bisschen runter. Genau, jetzt ist er in der untersten Zeile und danach passiert nichts. Also er ist in Ordnung, bringt keine Fehler. Von dem her okay. Wenn die Texturierung noch mal überarbeitet wird, dann ist es auf jeden Fall ein Mod, den man sich auf den Hof stellen kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.